Podcast, herzlich willkommen zur nächsten Folge Sky Factory. Ich habe hier unten noch mal kurz umgebaut, weil ich mir überlegt habe, wie ich das genau bauen möchte und habe die Energieleitung daher anders gelegt. Könnt ihr euch gerade mal anschauen, die läuft jetzt hier direkt mal weg, kommt hier zu den Controllern. So, und die sind jetzt gleich aktiv. Und jetzt ziehen wir hier in der Mitte mal so ein Kabel nach oben. Und hier können wir dann unser ME-System anschließen. Und was ich jetzt gleich noch machen möchte, sind ein paar, wie heißen sie? ME-Chests? Nein. ME-Drive. Also brauchen wir Engineering-Prozessoren, Eisen und Kabel. So, nein, doch nicht so. Ah, falsches Rezept. So, vier Stück. Ich hoffe mal, dass ich das hinkriege, weil es gibt ja irgendwie das Problem, dass hier wegen Überlastung alles jetzt Strom, ich sehe es gar nicht. So, und dann brauchen wir ein Interface. Interface Terminal. Und diese Teile brauchen wir. FluixDust. Wie kriegt man das? In dem Zeug, in den Pulverizer. Oh, kriegen wir bloß zwei Stück raus? Das ist ein bisschen wenig. Interface. Einmal mit Nether Quarz und einmal mit Quarz. Ne, mit FluixDust. Nein, Quatsch. Der FluixDust ist doch überall gleich, oder nicht? Jawohl. Wir haben gar keinen Quarz, Netherquarz mehr. Also, ich hätte gern zwei von jedem Teil. Na, jetzt habe ich schon wieder. Und da, genau, okay, so ging das. Und dann können wir hier das Interface bauen, das Terminal. Glas und Eisen. Interface wird man genügend brauchen, so dass ich dann einfach ein paar mehr machen kann. Glowstone, Redstone, Eisen. Eisen haben wir, Redstone haben wir auch. Glowstone, Redstone. Dieses Glas und Eisen. Oh, da kommen drei Stück raus. Das ist ja cool. Wir haben jetzt irgendwie wieder keinen Platz im Inventar. So, was kommt jetzt am Ende noch rein? Ein Engineering-Prozessor. So, dann schließen wir das da mal an. Online ist es. Das passt schon mal.
Und dann möchte ich noch diese Anker haben. Kein Platz mehr in der Kiste. Eieiei. Irgendein Metall. Essen auch. Ja, und ein Quarzmesser. Und dann kommt das so angeordnet. So. Dann können wir hier nämlich verschalen. Und das sieht nicht mehr ganz so hässlich aus. Dass das da oben jetzt genau eine Lampe trifft, ist natürlich doof. Aber so ist es halt. So, wir haben Zugriff unten aus ME. Jetzt brauchen wir noch Drive. Storage. Am besten geben wir ME Storage ein, dann kommt es auch. Wir brauchen ein paar Festplatten. Also Quarz und Redstone. Schon wieder vergessen, wie das Rezept ist. Ich hoffe mal, dass ich davon noch ein Stack habe. Ja. Und in die Mitte kommt Logic-Prozessor. Das nächste ist ein Dreifacher. Auch wieder mit Redstone. Oben ein Calculation-Prozessor. Wo ist sie denn? Ich glaube, den habe ich noch gar nicht geholt. Jawohl. Calculation. Das nächste ist dann dieses hier mit Glowstone Dust. Ich glaube, wir können uns bloß eine einzige Diskette bauen. Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Ein falscher Prozessor. Nein! So. Wir können uns nicht mal eine bauen, weil wir dafür noch mal zwei brauchen. Och man! Dann machen wir das mal hier rein. So. Glowstone. Gut. Dann können wir hier nämlich weitermachen mit den kleineren. Das ist sehr witzig. Wir brauchen dafür so viel Zeug, so viel haben wir gar nicht. Und der ist natürlich noch falsch. Alles so lange. Gut, dann in die Mitte kommt glaube ich das Glas, oben kommt der zweite, der Calculation Prozessor und dann kommt wieder Redstone.
Und dann kommt Glowstone und Engineering Prozessor. Was sind die hin? 4 kriegt man davon. So, jetzt haben wir 5, jetzt kriegen wir eine Diskette hin. Wäre natürlich toll gewesen, wenn wir 2 hingekriegt hätten. Dafür brauchen wir noch einen solchen. Logic, Eisen, Redstone, Silikon. Silikon, Gold, nicht Eisen. Gut, da haben wir ihn. Redstone und Quarz. Also das reicht aber natürlich trotzdem nicht, weil danach brauchen wir wieder mehr. Ach, okay, egal. Moment, wir müssen die Hülle ja noch bauen. 3 Eisen, 3 Redstone, 2 Glas. Wo ist Eisen hin? Haben wir kein Eisen mehr? Jawoll. Eine fette Disk. So, und jetzt müssen wir mal gucken, ob die überhaupt aktiv sind hier unten. Sieht so aus. Wenn das jetzt klappt, könnten wir hier eigentlich Zeug reinlegen. Funktioniert aber nicht. Warum nicht? Wir brauchen noch ein Crafting Terminal. Ach nee, jetzt brauchen wir noch mal so einen Prozessor. Gold. Wir machen einfach noch ein paar mehr. Silikon. Table brauchen wir auch noch. Das sind ja solche Basics, das gibt es gar nicht. Wieder kein Platz. Was soll denn das? Als ob das hier besser wird. Wir brauchen. Ich habe vergessen, was wir brauchen. Das auf jeden Fall mal nicht. Was sind denn die Teile hin? Wir haben doch vorhin. Oh, ich habe zu viele Interface gemacht. Kann das sein? Das wird es gewesen sein. Dann muss man nochmal so Teile machen. Also Quarzdust, Quarz und am Ende ich mache jetzt mal nur 2. Damit du sonst das Ganze eine Weile hebt.
Zoom und ein Logic noch. Jetzt sieht es doch ganz ein bisschen anders aus. Jetzt ist es auch aktiv. Jetzt können wir hier Zeug reinlegen. Ist ja unglaublich, ich habe ohne Hilfe ein ME-System hingekriegt. Und es scheint auch noch zu funktionieren. So, unsere nächste Aufgabe ist dann, die ganzen Dinger von da drüben mit dem ME hier zu verbinden. Das wird man relativ einfach machen. Wenn es funktioniert. Wir zapfen hier direkt. Hier kommt eine Kiste hin. Da braucht man keine große. Eine ganz normale hätte ich gern. Irgendwo müssten die doch rumliegen. Man hat im Moment einfach viel zu viel Zeugs hier drin. Ich weiß, dass ich viele Chests habe. Wo sind die denn? Hier sind zwei schon mal. Das ist gut. Also, hier kommt einfach eine Kiste hin. In die wird Insert. Was dabei rumkommt. Na, da geht es von den Öfen rein. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Da ist aber die Kabelführung ein bisschen anders. So, da la. Ach so, Kölle Alarv hier übrigens, gell? Ist ja hier so komisches Fassendzeug hier. Braucht kein Mensch in meinen Augen. So, da müssen wir hier halt ein Kabel hochlegen. Fassend. Was ist denn das? Ja, warte, doch, oder? Ist das richtig? Ich weiß es gerade gar nicht. Das würde ich jetzt gerne noch fertig machen, damit das Zeug im ME gespeichert wird. Ich mache es. Import Bus brauchen wir. Sticky Pisten. Zwei Stück und zwei von den blauen Teilen. Eins haben wir noch. Das ist mit Netherquarz. Fluidstast und ein Netherquarz. Haben wir nicht mehr. So viel Netherquarz habe ich doch gar nicht verbraucht. Sticky Pistons haben wir nicht, wir haben nur normale. Aber wir haben draußen noch. Draußen haben wir. Habe ich da jetzt ein Kabel gesetzt? Hier ist Rubber. Wenn der mir folgt, dann passt das. So, was kommt da jetzt links und rechts in Eisen noch? Und dann haben wir das auch schon. Irgendwie verschwindet immer das Eisen, kann das sein? Eisen, Eisen.
So, jetzt gucken wir mal, ob wir Scheiße gebaut haben oder nicht. Und das wird noch anderes Zeug rum. Ich möchte das mal gerne loswerden. Device online. Immer gehauen. So. Okay. Warum produziert das nichts? Ich dachte, das geht hier jetzt voll ab und ich habe hier gleich den Test erbracht, dass es funktioniert. Hier auch nicht. Eieiei. Device online. Wobei gerade mal kurz dran gestanden ist, Missing Dingstar Channel. Na, hier kommt schon mal ein Lead-Ohr ein. Ist das falsch, oder? Ist auch ein falsches. So, Dele. Also, wir haben heute unser ME-System mal angeschlossen. Das ist sehr vorteilhaft. ME-Interface habe ich irgendwie habe ich das ein bisschen doof platziert. Ich glaube, ich mache das Crafting-Ding hier hin. Vier von diesen. Und dann haben wir wieder alles repariert, was wir reparieren mussten. Die Ingots kommen jetzt hier an, das ist gut. Und damit war es das auch von der heutigen Folge. Was ich jetzt glaube ich nicht angeschlossen habe, was ich noch ändern muss, ist Glowstone, Redstone und das ganze andere Zeug. Das machen wir aber das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.